Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Motorsport Manager. Es geht weiter mit dem Kanada Grand Prix, hier als Vancouver dargestellt. In der Realität findet er ja in Montreal statt, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Ja, und die Bedingungen, die können einem schon einen kleinen Schrecken einjagen. Denn fürs Qualifying ist Monsunregen angesagt, was nicht unbedingt gut klingt. Ich habe schon mal die ganzen Sachen hier für das Wochenende vorbereitet. Sponsorendeal, Reifenauswahl, da habe ich da das Qualifying nicht im Trockenen stattfindet, einfach ja recht wenige Ultrasofts verhältnismäßig mal mitgenommen und darüber hinaus auch noch die Teile installiert. Da habe ich eigentlich, glaube ich, nichts geändert, außer einem Teil. Da kann ich mal ganz kurz schauen, was genau das war. Das müsste wohl hier das gewesen sein, genau, den Motor. Da habe ich jetzt mittlerweile einen besseren bei Modi drin. Und was bei der Strecke wichtig ist, zum einen mittleres Tempo, hohes Tempo für die ganzen Kurven. Gut, da habe ich jeweils ein Mittelfeldauto. Und in Sachen Höchstgeschwindigkeit, was nützlich sein kann, da haben wir ein sehr, sehr gutes Auto. Das Beste, um nicht zu sagen. So, also, auf dem nordamerikanischen Kontinent bleiben wir. Ich glaube, letztes Mal war der USA Grand Prix dran. Heute auch dann das Abu Dhabi-Rennen in der Realität. Wird mega spannend zu beobachten, wer sich da in der Formel 1 nun endgültig durchsetzt. Lewis Hamilton oder Nico Rosberg. Ja, ich hoffe einfach nur, dass niemand am Ende des Tages, was natürlich schwierig ist, großartig traurig darüber ist. Weiß nicht, für Nico Rosberg würde es mir sogar noch ein bisschen mehr leid tun, weil der ist halt im Moment, also er kann im Moment ziemlich fest davon ausgehen, dass er eigentlich Weltmeister wird. Und für ihn wäre das, glaube ich, ein riesiger Schock. Und für Lewis Hamilton wäre das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Lipon ist ein bisschen verletzt. Sieht man hier dran. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was genau da los war. Aber auf jeden Fall hat er ein paar Problemchen, der Kollege. Deswegen hoffe ich mal, dass der einigermaßen gut zurechtkommt jetzt. So, und dann besteht natürlich die Frage, was ich für Reifen fürs Rennen auftune. Denn mal angenommen, ich fahre jetzt irgendwie mit Softs, dann müsste ich ja umso länger mit den Softs fahren. Logisch. So, ich fahre aber erstmal jetzt einen Qualifying-Trim jeweils, um zu schauen, wie die Setups so funktionieren. Nehmen wir mal das komplette Standard-Setup. Alles andere macht wenig Sinn. Na, und wir sind auch die Ersten auf der Strecke. So, Leute, dann sagt mal, was ihr von den Reifen, vom Auto haltet. Was würdet ihr gern geändert haben? Da hat sich schon Ferrari an Modi vorbeigeschoben. Mal schauen, ob der ein bisschen näher an Lipon dran sein kann. Die Übersetzung scheint bei beiden super zu sein. Also schon mal ein guter Glücksgriff hier. Na, Sarin ist da langsamer. Ja, okay, gut, er ist auf Softs. Schade. Ja, da kommt North, ist schneller. Flores oder Floris ist auch nochmal schneller. Steilere Flügel. Okay, und auch hier passt die Aerodynamik nicht ganz. Ja, ansonsten 4 Sekunden aktuell der Unterschied. Spricht so ein bisschen dafür, dass das Fahrzeug von Lipon besser abgestimmt ist als das von Modi. Werden wir auf jeden Fall dran arbeiten. So, und dann switchen wir gerade mal hier rüber. Und eine weichere Federung möchte er. Ja, okay, gut. Das ist ziemlich gut, dass man zumindest eine Sache schon mal perfektioniert hat. Nämlich die Geschwindigkeitsbalance in dem Fall. Getriebeübersetzung scheint perfekt zu sein. Das freut mich sehr, das zu hören. So, er wollte. Wollte er einen steileren Flügel? Bin ich mir gerade nicht sicher. Er wollte auf jeden Fall eine weichere Aufhängung. Er wollte aber auch einen steileren Flügel. Ist die Frage Front oder Heck? Da hier der Heckflügel recht wichtig ist, nehme ich mal an, dass er ein bisschen mehr Heckflügel vertragen könnte. Und dann würde ich ihn einfach nochmal auf eine Runde mit den Ultrasofts losschicken. Ja, und hier scheint die Getriebeübersetzung nicht ganz so gut zu passen.
69 zu 65%, also 4% Unterschied. So ein bisschen Frontflügel noch mehr, aber der Heckflügel ist ja hier wichtiger. Darüber hinaus die Radaufhängung ein bisschen ändern. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, möchte er eine etwas längere Getriebeübersetzung? Probiere ich jetzt mal aus. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier mit etwas mehr Glück haben. So, beide nochmal auf den gebrauchten Reifen. Ja, Lipons Zeit ist eigentlich okay. Der ist jetzt im Moment 8. 9. Okay. Aerodynamik ist viel besser. Sehr schön. Lenkung ist jetzt viel besser. Freut mich auch. Ja, ist natürlich immer super, dann so ein Feedback zu bekommen von den Leuten, wenn es dann heißt, okay, es passt. Es ist super. So, halbe Sekunde, 2/10. Und das auch noch mit ziemlich abgenudelten Reifen. Da hat Lipon wahrscheinlich Verkehr. Ja, hat er. Modi kann die Pace allerdings umsetzen. Da gab es eine neue Bestzeit von Wechsler. Aber Modi 7. aktuell. Hammerzeit. Schöne Sache. Getriebeübersetzung perfekt. Gut, das hatte ich schon mitbekommen, dass er da zufrieden ist. Aber das ist auf jeden Fall was, was mich sehr zufrieden stimmt. Hinsichtlich Modi, der ist jetzt eine Sekunde schneller als Lipon. Bei Lipon gab es da keine Verbesserung. Aber wenn man mal überlegt, Modi, das ist eine Hammerzeit. Vor allem dafür, dass er da jetzt aktuell nur 29% auf den Reifen hat. Gut, Vettel ist da natürlich jetzt komplett ohne Dingens jetzt gefahren. Also ohne die Ultrasofts, nicht mal die Supersofts hat er benutzt, sondern einfach nur die Softreifen. So, Fahrverhalten ist schon besser. Und beim Abtrieb bin ich mir gerade nicht sicher, wie er es haben möchte. Deswegen gehe ich da nochmal in Richtung hoch und sage mal, okay, fahr mal 4 Runden auf den Softs und teile mir dann mit, was du davon hältst. Er ist aber schon bei 81%. Modi scheint auch nicht wirklich bei 81% zu sein. Das, obwohl, es sind 86. Großartig, okay und gut. Scheint gar nicht mal so schlecht zu sein, okay. Ja, und er braucht ein bisschen mehr Abtrieb, schätze ich mal. Er will auch ein bisschen mehr untersteuern, das heißt, ja, da werde ich auch ein bisschen was anpassen. Bei der Geschwindigkeitsbalance bin ich mir nicht sicher. Ich tendiere mal zu ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit. Und füge mal ein bisschen mehr Abtrieb hinzu. Und beim Fahrverhalten, gut, das kann ich halt wirklich nochmal umso stärker anpassen, denke ich mal. Allerdings nicht so wirklich auf Kosten der Geschwindigkeitsbalance, würde ich sagen. Dann probieren wir es nochmal so und ich sag mal 4 Runden auch für dich. Und ich splitte mal die Strategie jetzt. Ich probiere mal bei Modi zum Beispiel die Supersofts fürs Rennen zu fokussieren, während ich dann bei Liponen mit den Softs ein bisschen liebäugle. So, und dann werdet ihr beiden jetzt pushen, damit wir auch schön viele Runden hier fahren können. Oh, ich sehe gerade. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du die Strategie splittest. Dann hast du nur das Wissen von einem Reifensatz. Ah, das ist ja. Stimmt, ja. Mist. War gerade so ein kleiner Denkfehler von mir. Aber er ist bei 92%. Das ist schon mal super. Ich würde sagen, so ein kleines bisschen mehr Abtrieb könnten wir hier vertragen.
probieren wir es mal so. So, dann sage ich wieder 4 Runden, aber dann fährst du nochmal auf Supersofts raus. Die Lenkung ist viel besser. Mal schauen, was fährt er für eine Zeit. 1,2 Sekunden der Rückstand. Hat aber freie Fahrt, also warten wir da mal ab. So, nach dem zweiten Sektor. Nur noch 2 Sekunden, das ist eine Verbesserung. Insgesamt aber nicht wirklich, aber ganz, ganz knapp an der Zeit dran. Aerodynamik ist perfekt. Das höre ich super gerne. Ich hätte eventuell den Qualitrim schon direkt auf Supersofts oder auf Softs machen müssen. Das ist ein Fehler, den ich mir eindeutig jetzt eingestehen muss. Auch wenn das Setup-Feedback jetzt natürlich durchaus positiv ist. Ich bin auch überrascht, wie wenig ich für den Renntrim machen konnte. Das ist ja verrückt. Da werde ich auch nicht auf Stufe 3 kommen. Das ist schwierig. Oder ich werde ganz, ganz knapp auf Stufe 3 kommen. Das wird auf jeden Fall eng. Ja, ich hoffe, dass ich es irgendwie noch hinkriege. Ja gut, jetzt ist alles gegessen. Ja, und ich werde nicht auf die dritte Stufe kommen. Ist ein bisschen schade, aber gut, da müssen wir mitarbeiten. Was mich ein bisschen irritiert, schaut mal, wo die Mercedes sind. Kann es sein, dass die alle illegalen Teile schon abmontiert haben? Ja, Chapman gut auf Softs gefahren, aber trotzdem so weit hinten. Und vor allem dann Holz auch auf 19. Das ist schon ziemlich krass und Modi ist im Moment stärker als Liponen. Kann man, denke ich mal, im Moment feststellen. Man muss halt nur schauen, wo die ganzen Leute sind und... Ach komm, das ist kein monsunartiger Regen. Das ist jetzt... Das ist eigentlich fast schon schwächer als die Vorhersagen in F1 2016. Das kritisiere ich auch da. Ja gut, hätte ich es gewusst, dann hätte ich hier definitiv nochmal ein paar Ultrasofts mehr mitgenommen. So, hier sind wir bei 98%. Da würde ich sagen, ein bisschen mehr Abtrieb auf der Hinterachse. Und dann testen wir das hier nochmal und du gehst einfach direkt auf Ultrasofts raus, weil ganz ehrlich, das sind Bedingungen, der Wasserstand wird zwar ein bisschen höher sein, aber schaut mal zur Mitte des Trainings hin. Da wird es extrem trocken. Ja, und er ist mit der längeren Getriebeübersetzung gar nicht mal zufrieden. Ja, okay. Er möchte also definitiv etwas Kürzeres haben. Kürzer als das unterm K. Das gebe ich dir gerne. Probieren wir es doch mal so. Und dann fährst du bitte auch nochmal auf Ultrasofts raus. Ja, und dann schauen wir mal. Habe ich die Attribute richtig zugeordnet? Jawohl, Qualitrim und Ultraweiche. Ja, dann würde ich sagen, let's go zum Qualifying. Und da gab es auch einen sehr guten Tipp von euch. Vielen Dank auch nochmal dafür. Nämlich, dass man eventuell hier auch die Reifen einfach und auch die Bremsen komplett aufwärmen sollte, weil die Bremsen nicht nur allgemein sehr viel schnell wärmer werden, sondern auch schneller abkühlen. Und dass man dann versuchen sollte, überall die Temperatur reinzukriegen und am Ende halt den Schongang einzulegen. Was ich halt auch ein bisschen komisch finde, weil du fährst am Anfang nicht so hart an, eigentlich.
So, die Bremsen kühlen jetzt auch schneller, meintet ihr. Es stimmt dann auch. So, und jetzt wird es wieder ein bisschen trockener. Jetzt ist es nur noch feucht. So, und ab jetzt kann man... Boah, das ist ja der Hammer. Okay, also an der Stelle schon mal vielen Dank für den Tipp. Das ist ein ziemlich guter Tipp. Hammermäßig, beides auf perfekt. Oh, und jetzt fährt die Modi in den Weg. Mach bitte Platz. Der soll ja ohnehin schnell fahren. Na, der Verkehr. Der Verkehr. Vor allem, die fallen jetzt alle auf Inters gerade. Okay, ich habe etwa hier dann auf, ja, komplett low geschaltet. Oh, das könnte ein Ticken zu spät gewesen sein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er fährt so raus. Boah. Ja gut. Bestzeit, aber es sind alle auf Inters im Moment unterwegs. Da ist es klar, dass wir die Bestzeit holen. Und es soll nochmal richtig regnerig werden. Ach, am Ende. Ja gut. Ja, Modi hat jetzt die Chance, hier auch nochmal eine gute Runde hinzulegen. Bitte, bitte, bitte. Lass dich nicht zu sehr vom Verkehr beeinflussen. Och, Elfter. Auf einer komplett trockenen Strecke, aber da bin ich auch selbst dran schuld. Also, das nehme ich eindeutig auf meine Kappe, weil... Ja, es dürfte klar sein, warum. Muss ich, glaube ich, nicht mehr groß ausführen. Ich habe da einfach zu spät das Ganze hier abkühlen lassen. So, und jetzt mache ich das einfach mal zwei Kurven vorher schon. Ah, und immerhin die Reifen sind auf einer perfekten Temperatur. So, und da sind wir jetzt beim Fahrverhalten immer noch bei großartig. Würde ich auch ganz gerne ändern. Ja, hätte ich schon ganz gern... Ja. So in etwa könnte man es nochmal versuchen. Vielleicht kommen wir auf die 99%. Oh, und jetzt fängt es richtig an zu regnen. Ich hoffe, dass Modi rechtzeitig nochmal auf die Runde kommt. Lipon mit einer Bestzeit im ersten Sektor. Oh, es tut mir gerade so leid für meinen Zweitfahrer. Ja, das wird definitiv keine Verbesserung mehr, weil... Jetzt ist die Strecke halt wirklich... Da kriegst du die Reifen auch niemals mehr überhitzt. Also, egal was du da versuchst. Ja, und Lipon verbessert sich da auch nicht. Auf eine 1,40 runter. Und da kann ich Sanjay Modi nochmal reinholen. Alle Leute auf Wets. Eieiei, was ist denn hier los? Oh, und es blitzt sogar. Holy moly. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahrt alle sicher in die Box, bitte. Ja, die Temperatur passt theoretisch, aber... Ja, leider passen die Umstände nicht mehr. Bremsen blockiert bei allen. Und hier sind wir immerhin auf 99% hoch. Also, es tut mir sehr leid. Modi hätte hier definitiv nochmal wesentlich mehr rausholen können aus dem Quali, wenn ich ihn richtig gemanagt hätte. Aber ich freue mich jetzt trotzdem mal über unsere erste Pole Position. Die erste Pole Position der Saison durch eine, ja... Gute Strategie, zumindest für eines unserer beiden Fahrzeuge. Dann schauen wir nochmal kurz auf die Zeitentabelle. Da sehen wir 4 Sekunden zum nächstgelegenen Fahrzeug. Rick de Graaf hat es nochmal auf Ultras probiert und einige weitere haben es auch schon probiert, aber viele haben es nicht geschafft. Ein bisschen muss man aber auch trotzdem sagen,
6 Sekunden kommen nicht ganz durch ein bisschen Regen zustande. Zumindest im Spiel, denke ich mir das mal. Weil Lipon hatte auch eine recht feuchte Strecke. Da hat auch Modi, oder durch auch die überhitzten Komponenten, ich glaube, da ist auch Modi einfach nicht so gut gefahren. Ich glaube, da war von ihm aus war da locker noch eine Sekunde drin. Und da wäre er auch ziemlich weit vorn gewesen. Aber ey, wir freuen uns einfach mal. Pole Position. Morgen wird das Rennen von vorne aus in Angriff genommen. Und das ist etwas, was ein Novum für uns ist. Das ist die erste Pole. Und ich freue mich so mega drüber. Das ist unfassbar. Keiner hat auf Ultrasofts eine Zeit hingelegt. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, aber wie gesagt, ist halt schade. Aber ja, muss man halt Kompromisse eingehen im Quali. Vor allem, weil man nicht beide gleichzeitig managen kann. Da blickst du irgendwann gar nicht mehr durch. So, ich nehme mir den Vorteil mit. Rennen sehr weich. Was machen wir jetzt bei der Strategie? Zum einen erstmal alle auf Angreifen gehen, bitte. Und darüber hinaus, bei Modi gehe ich auch mal auf sehr weich. Oder na, vielleicht bei Lipon auf ultra weich, ich bin mir nicht sicher. Wie viele Runden haben wir genau, die wir fahren müssen? Treibstoffmenge 29 Runden. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir 29 Runden fahren werden. Boah, Vettel hat hier so viele Ultrasofts. Die haben fast alle noch mega viele Ultrasofts übrig. Ich habe hier 3 Sätze Ultras. Bei beiden Piloten. Oder ich gehe auf Supersoft und probiere einfach mit beiden so eine ganz gute... Also komm, wir fahren mit Ultrasoft. Supersoft meine ich. Moment. Wo konnte ich denn jetzt nochmal die Reifen auswählen? Die Startreifen? Also, Moment. Ist es das von jetzt? Sorry, aber ich habe gerade den Weg nicht gefunden. Nee, das ist nicht der aktuelle Spielstand. Verdammt! Ich habe nämlich den Weg nicht gefunden. Ja, komm, dann starten wir auf Ultras. Na, kleiner Schnitzer wieder. Oh, im Kampf um die Führung geht Lipon als Sieger hervor. Komm schon, setz dich durch, Minion. Chapman macht Druck, bekommt aber auch Druck. km/h. Ja, und Liponen. Boah, das ist echt eng mit Holz gerade. Hält sich aber noch vorne. Im Moment noch auf Kosten der Spritmenge. Die hinter mir pushen gar nicht mehr. Die drei, die nächsten. Boah, da gab's Stallorder bei Ferrari. Wie cool ist das denn? Also, eigentlich nicht cool, aber cool, dass es im Spiel auch sowas gibt bei anderen Teams und dass man es mitbekommt. Und schaut mal, eine Sache ist sehr cool, denn Holz verliert aktuell so ein bisschen Zeit. Das ist die perfekte Chance, jetzt mal ein bisschen Sprit zu sparen bei der ganzen Thematik hier. Und das alles mal so ein bisschen zum Ausgleich zu bringen. Und aus Sicht von Modi gehe ich auch mal auf weniger Sprit. So, und hier der Abstand. Der bleibt immer noch bei rund 2 Sekunden. Modi jetzt mittlerweile in den Punkterängen. Wechsler war da jetzt an der Box. Hat gewechselt. Perfektes Wortwitzchen. So, und die Mercedes kommen wieder ein bisschen näher. Können wir uns immer noch vorne halten? Im Moment ja. Eindeutig. Und das ist einfach eine Hammer-Sache. Denn dahinter ist Vasquez mit 6 Sekunden Abstand. Das ist schon ein etwas größerer Abstand, den wir da haben.
Und jetzt muss ich mit Lipon einfach noch ein bisschen mehr pushen. Und meine Fresse, Modi, du frisst die Reifen ja, als wär's, keine Ahnung, nix. 24 verbleibende Runden. Gehen wir mal auf die sehr weichen Reifen und ich möchte da einen sicheren Stop haben. Dauert 7 Sekunden, ist nicht so schlecht. Wobei, Moment, da schaue ich nochmal kurz. Ich habe ja geschaut, dass ich die Boxenmannschaft... Ja, was ist denn hier los? 2 Sekunden. 4 Sekunden. Achso, ohne Reifenwechsel, ne? Ja, ja. Hab mich schon fast gewundert. Ja, also da würde ich sagen... Hatte ich die Leute nicht irgendwie geschult, dass es schneller geht? Trotzdem, dann nehme ich mal den sicheren. Oh, da gab es den ersten Boxenstopp. Chapman will den Undercut machen. Und in Anbetracht dessen, wer da so um uns herum ist, kann ich da auch wirklich einen etwas riskanteren Boxenstopp machen. So, jetzt mal auf gut Glück. Wenn er in dieser Runde reinkommt, kommt er in dieser Runde rein. Ansonsten, nein, ich lasse ihn noch eine Runde fahren. Komm. 8 Runden, jetzt kannst du gerne reinkommen. Soll ich einen etwas riskanteren Stop machen oder soll ich auf ausgewogen? Ich gehe auf ausgewogen. Volles Risiko traue ich mich nicht. Na komm, jetzt nochmal voll durchpushen. Und mit Modi kann ich ein bisschen Sprit sparen, jetzt wo er im Verkehr ist. Oh Mann, die Reifen sind echt durchgewurstet. Komm schon. Jetzt ein guter Boxenstopp bitte. Nein, Fehler! Das ist nicht euer Ernst, Mann! Das ist mit der wichtigste Stopp eures ganzen Lebens. Ihr Schnarchnasen. Ja, und natürlich sind die Mercedes vorne und das auch noch nicht zu knapp. Wow, 20 Sekunden Vorsprung haben die. Alles klar. So, Modi. Bräuchte ein bisschen mehr Power freigegeben fürs Überholen. So, Surikov pusht jetzt den Motor hoch. So, Sharp mittlerweile recht weit zurückgefallen. Da kann ich jetzt mit dem Motormodus zurückfahren. Dann laufen wir da auch nicht allzu bald auf Surikov auf und auf Vasquez, der da noch davor ist. Und was Modi betrifft, ja, der muss sich jetzt ein bisschen wieder zurückkämpfen. Ah, es ist so ärgerlich, dass der Boxenstopp nicht geklappt hat. Wir hätten die Mercedes wirklich ärgern können hier. Aber wer weiß, vielleicht kriegen die nochmal eine Strafe. Ich glaube, vor allem Chapman bekommt hier häufiger eine Strafe. Gut, fahren wir hier mal neutral. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen Mittelmaß. Ich habe es ja in den letzten 2-3 Folgen probiert, die Leute komplett durchpushen zu lassen. Davor habe ich ja so ein bisschen auf alles Mögliche geachtet. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was davon jetzt die beste Methode ist, was davon way to go ist. Deswegen bin ich so ein bisschen immer noch am Rumprobieren. Lipon hat Sharp anscheinend oder angeblich überholt gerade eben. Obwohl da auf der Strecke eigentlich nichts passiert ist. Also ich wäre jetzt für ein passendes Virtual Safety Car gerne zu haben.
Modi gegen Sharp. Auf geht's, Mignon, verteidige dich. Weiter so. Er ist noch in Runde 15. Jetzt in Runde 16. Der fährt noch ein, zwei Runden. Liponen seinerseits kann ein bisschen pushen. Mit ihm möchte ich nicht mehr so lange auf den Supersofts bleiben. Beziehungsweise er hat viel mehr Prozent einfach. Er muss definitiv genauso lange noch fahren wie Modi. Aber Modi ist halt ein kleiner Reifenfresser aktuell. Er ist jetzt in Runde 17. Das heißt, jetzt müsste er 12 Runden noch drehen. Dann gehen wir jetzt auf sehr weiche. Der Heckflügel macht eventuell bald Probleme. Nicht schlimm. Und ich gehe mal auf einen schnellen Stop, weil... Oder wo ist er im Moment? Achter. Okay, gut, dann kann man doch noch einen ausgewogenen machen. Ich mache einen ausgewogenen Stop. Und wie schaut es bei Liponen aus? Der ist mittlerweile wieder Dritter. Auch du kommst mal bitte an die Box. Oder eine Runde später halt, von mir aus. Vasquez hat wieder Softs mitgenommen. Alles gut verlaufen beim Boxenstopp, sehr schön. Ja, mein Lieber, das mit den Reifen erledigt sich gleich. Oder das erledigen wir gleich. So, bitte, 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 kein weiteres Problem bei Liponen. Alles gut verlaufen. Fünfter Platz und die Jagd nach Vasquez geht weiter. Erstmal ein bisschen vorsichtig anfahren, 3,5 Sekunden der Rückstand. Modi auf dem 14. Platz. Da ist auch noch nicht alles verloren. Der hat auch jetzt eine kleine Benzinreserve. Wenn wir das ein bisschen gut managen können. Ich gehe mal davon aus, zwei Leute hier müssen nochmal in die Box. Vettel wird schwierig einzuholen sein. Dann geht da noch was nach vorne hin. So, kurz mal der Kamerawechsel. Jetzt können wir den Motormodus hochfahren. 4,3 Sekunden. Der Abstand bleibt in etwa konstant. Hier wurde Gonzalez mittlerweile überholt von Modi. 13. Platz. Schön gemacht. Starke Sache. Hier kann ich auch den Motormodus mal hochfahren. Nein, den fahre ich nicht hoch gerade, weil da der Typ gleich an die Box fährt. Und jetzt kann ich... Verdammt! Komm schon, überhol ihn! Überhol ihn! Okay, gut. Gonzalez ist gleich jetzt auf der Abschussliste. Der Abstand von Liponen zu Vasquez zum nächsten Podiumsplatz. 3,2 Sekunden. Und das auf einer Strecke, die gar nicht mal so unbedingt unsere Stärke ist. Ja, also Heckflügel und ich glaube Radaufhängung, Warnskurven mittlerer Geschwindigkeit, das ist nicht so stark bei uns. Aber trotzdem, wir sind hier ziemlich gut unterwegs, was die Positionen betrifft. Rick de Graaf ist ein bisschen entfernt von Modi, das wird schwierig. Ansonsten, Liponen, der kann trotz schlechter Verfassung hier nochmal rankommen. Und es regnet. Es regnet hier tatsächlich. Und jetzt müssen wir hier pushen, um die Reifen auf Temperatur zu halten. Da sind einige auf Intermediates gewechselt. Da wechseln fast alle auf Intermediates. Und soll ich das mit Liponen jetzt auch machen, oder wie? Ich bin am Überlegen. Kann ich nicht noch eine Runde länger fahren? Ich ignoriere das mal gekonnt. Und fahre eine Runde länger. Eine Runde, in der ich alles sehen will, bitte, Liponen. Und jetzt wechseln wir auf Intermediates. Das ist jetzt das Risiko. Entweder schluckt uns Sarinen oder es ist die perfekte Entscheidung gewesen aus unserer Sicht. Modi behalten wir erstmal draußen und... Es scheint die falsche Entscheidung gewesen zu sein. Die Leute hinter uns sind eindeutig schneller. Wird's nochmal hier ein bisschen trockener? Ich hole ihn an die Box.
Ja gut, den Heckflügel, der wird es bis zum Ende, glaube ich, noch machen. Dann machen wir nochmal einen sicheren Stop auf Intermediates. Dieser doofe Regen, das war ein sicher geglaubter Podiumsplatz. Sonst kann immer noch einer werden. Je nachdem, was Vasquez hier jetzt auf die Strecke zaubert und was wir mit Liponen erreichen können. P5 wäre nicht schlecht, allerdings die McLaren Honda, die würden hier ordentlich punkten. Ja, Modi mit 12 Sekunden Rückstand, das ist schon recht herb. Ja, und auf der Strecke ist es auch nass, also ich glaube, hier hätte man definitiv nicht durchfahren können. Ich denke schon, dass es die richtige Entscheidung war, hier nochmal in die Box zu gehen mit beiden Fahrzeugen, aber... Ich wollte es halt testen, ich wollte irgendwie ja, eine Runde länger draußen bleiben, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. In Zukunft werde ich mal auf den Fahrer hören. Und dann erreichen wir wahrscheinlich nochmal ein etwas besseres Ziel. So, es wird jetzt gerade aber wieder trocken. Es ist feucht. Und ich glaube, die trockene Strecke kommt uns ein bisschen mehr entgegen, oder? Ah, der Abstand wird ein bisschen kleiner. Auch nur ein bisschen. Modi ist das letzte Fahrzeug, was nicht überrundet wurde. So. Was ist jetzt los? Sarinen. Ach, die sind alle schon im Ziel. Ach, schade. Ich dachte schon, er hat irgendwie ein Problem, dass da die Inlap angezeigt wird. Aber ja, wir fahren hier nochmal mit unserem Kollegen Sanjay Modi mit. Und jetzt schauen wir mal. Ist Chapman immer noch der Sieger? Ist Holz Zweite? Und wird Vasquez vor uns bleiben? Ebenso Sarinen. Das wird wieder, wie immer, das Interessanteste sein. Ob am Ende nochmal Strafen ausgeteilt werden. Irgendwann müssen die das auch mal lernen. So, wenn ich es richtig sehe, dann hat auch Holz dieselbe Taktik wie wir angewandt, also ist eine Runde länger draußen geblieben. Insofern, wir waren da nicht die Einzigen, die versucht haben, ein bisschen länger draußen zu bleiben. Einige sind sogar sehr früh, also verhältnismäßig sehr, sehr früh reingekommen. So, und es ist geglückt. Wie gesagt, Chapman, der wurde komplett disqualifiziert. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich finde es definitiv sehr, sehr komisch. Auch Vasquez zum Beispiel ist jetzt zurückgefallen. Aber ja, das ist halt so ein bisschen der Gedanke, den man beim Spiel gefasst hat. Und ich finde es immer noch komisch, aber ja, weiß nicht. Ich nehme es trotzdem dankend an. 23 Punkte Vorsprung haben wir damit zu McLaren. Und da haben wir auch den nächsten Podiumsplatz. Es war definitiv mehr drin, ohne den Boxenstopp-Fehler. Aber gut, das kann man nicht wissen. Und ich bin mir sicher... Ihr würdet in der Situation genau dasselbe machen. Ihr würdet lieber einen etwas aggressiveren Boxenstopp nehmen oder ausgewogen, als da zu sagen, okay, wir gehen auf Nummer sicher und dann verliert ihr so halt die Position. Und ja, im Endeffekt hätte ich Sarinen noch kriegen können, denke ich mal, unabhängig von dem Boxenstopp, aber ja, passiert. Ach, die Bilanz sieht ein bisschen besser aus jetzt. Und Liponen, Sechster in der Gesamtwertung. Zoe Sharp, alias Danny Ricciardo, ist ganz vorne. Und das ist eine coole Sache eigentlich. Sponsoren, da sind wir Achter. Was habe ich denn Cooles gemacht, dass ich jetzt plötzlich in den Augen der Sponsoren ein bisschen besser bin? Marktfähigkeit, 27,7%. Hat sich das erhöht? Oh, Singapur wird ziemlich schwierig. Beschleunigung. Bremsen, also Verzögerung und darüber hinaus auch noch kurvenhohes Tempo oder kurvenniedriges Tempo, klar. So, Beschleunigung, Fünfter. Verzögerung, Fünfter. Und ja, der Frontflügel, Vierter. Ist okay.
ist nicht unbedingt schlechter als das, was wir davor hatten. Da hatten wir Höchstgeschwindigkeit, da sind wir Erster, okay. Ist aber auch nur nützlich gewesen. Hier ist alles kritisch. Kritisch waren beim letzten Mal das hier, da sind wir Fünfter. Da war ich, glaube ich, Sechster. Und kurvenmittleres Tempo, da sind wir auch Sechster. Aber insgesamt passt es bis jetzt einfach. Also, es lohnt sich auch hier nicht so illegal zu fahren. Und Liponen, jawohl, auf dem Podium plus 5 Moral. Das für die nächsten 2 Wochen. Finde ich super. Hoffentlich hält es fürs nächste Rennen noch an und läuft nicht direkt vor dem Rennen aus. So, und Fahrerscouting beendet. Wir sehen Daniel Kvyat, wie er im Englischen schön genannt wird, der ein Potenzial von 5 Sternen hat. Er hat eine recht gute Marktfähigkeit. Und darüber hinaus ist er auch, was die Fahrweise angeht, ziemlich gut. Hat kein perfektes Feedback, aber dafür haben wir unter anderem Modi, der da so ein bisschen einfach, sich einbringen kann. Beziehung zum Mechaniker plus 5, Moral des Teamkollegen, cool, plus 5, Zufriedenheit des Vorsitzenden plus 5. Und das dauerhaft. Beziehung zum Mechaniker minus 15. Ja, okay, gut. Das widerspricht sich so ein bisschen. Aber gut. Insgesamt 148 Wochen mit dem Rennmechaniker zusammengearbeitet. Das ist ja mal krass. So, und dann kontaktieren wir die Person mal. Wobei, ich habe ja von euch gehört, es ist so, wenn du... Also man muss einfach die Fahrer nach der Saison kontaktieren. Das heißt, wir müssen noch 2 Monate warten. Dani Kvyat ist aber auf jeden Fall für mich noch eine Option, dass ich sage, okay, überlegen wir uns. Gehört auf jeden Fall zu den Fahrern, die ich mir gerne holen würde. So, und hier haben wir die Arbeiten abgeschlossen bezüglich der Leistungsverbesserung. Finde ich super. Jetzt haben wir... Ja gut, das können wir jetzt machen. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 Motoren, die hier wunderbar sind. 1012 Leistung und 992 Leistung. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt hatten, oder? Mal schauen, wie die aktuellen Fahrzeuge sind. Teile einbauen, was haben wir bis jetzt? Oh nee, das waren die beiden. Aber die sind jetzt stärker geworden, die Motoren. Also grundlegend auf jeden Fall super. Und damit haben wir unsere Stärken weiter ausgebaut. So, das Ding ist, hier ist er, gerade eben war er hier hoch erfreut. Das ist eine Verarsche. Der war gerade eben hoch erfreut, der Kerl. Der soll wieder hoch erfreut sein. Genau, jetzt ist er, weißt du, er ist hoch erfreut, wenn er keinen Motor hat. Das ist, machen wir es so, weil dann ist er immer noch glücklich, aber er hat den besseren Motor. Ja, und ich glaube, das ist... Also ich vermute mal, dass ich die Teamkollegen recht ausgeglichen jetzt behandle. Finde es natürlich ein bisschen schade, dass man nicht 2 von einer Komponente bauen kann. Dass man nicht sagen kann, okay, ich baue dann 2 Heckflügel, 2 Frontflügel und so weiter und so fort. Aber gut, ist halt so. Und ich glaube, so viel haben wir bis zum Singapur Grand Prix nicht wirklich, oder? Eigentlich so gut wie gar nichts. Da ist wirklich nicht viel... Sponsoren, da bin ich wieder 10. Ich war zwischendurch 8. Was ist denn los? Sponsoren verwalten. Na gut. Vielleicht kann ich es durch ein paar gute Ergebnisse wieder rausreißen. So, Scouting-Büro dauert auch noch 8 Wochen, bis wir das fertig haben. Also, das wird alles nochmal seine Zeit in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ich möchte nochmal eine 2. Saison bei Williams. Und danach werde ich mal schauen... was ich dann mache, wahrscheinlich werde ich dann irgendwie auch zu einem anderen Team dann wechseln, dann mit einer Mod auch, weil wir haben uns jetzt was aufgebaut, das ist ganz cool, das ist so die erste Karriere, aber danach schaue ich mal, dass ich irgendwie so eine Mod kriege, vielleicht auch mit ein paar klassischen Fahrern, Mika Häkkinen, Heinz-Harald Frentzen, Schumacher, Trulli, Alonso fährt ja immer noch, aber in seinen 2000er Jahren mit gegen Räikkönen, Barrichello oder so, Jenson Button in seinen jungen Jahren, dass man das alles so kriegt, Juan Pablo Montoya und sowas. Und vielleicht gibt es da auch Mods, ich werde mich da auf jeden Fall umsehen, aber erstmal möchte ich das hier weiterführen, weil ich das auch cool finde und ich finde,
es wäre ein bisschen schade, wenn ich das jetzt einfach, ja, einfach abschließen würde. Wäre ein bisschen blöd, finde ich. So, ich kann mal gucken, ob Hamilton oder Harry Chapman heißt er, ob der Interesse hat. Ja gut, mein Lieber, wir bieten, oh Gott, viermal versucht es zu sagen, verkackt viermal. Wir bieten dir ein Fahrzeug, mit dem du nicht jedes Mal ausscheidest, weil es illegal sein soll. Aber gut, mach ruhig. In Verhandlung. Er überlegt es sich halt auch sehr lange, ne? So, ansonsten Scouting. Kann ich ja nochmal nach Ingenieuren Ausschau halten. Ui. Oh, hallo. Der Kollege. Ja. Ist ein ganz okayer Wert. Mal kurz nach dem... Ja, wonach soll ich denn hier schauen? Rennserie vielleicht? Sag mal, ach so, mindestens. Sagen wir mal mindestens 4. Panther Racing. Rachel Adams. James Kelly. Sie kann keinen Motor bauen, aber sie ist verdammt gut in Getriebe, Aufhängung, Heckflügel und auch in Bremsen nicht schlecht. Moment, was kann sie alles? Okay, auch sie kommt... Gibt's irgendwie hier eine Wunschliste oder so? Das klingt so falsch, wenn man das jetzt bei einer Frau sagt, aber... Sie hat halt auch nochmal Potenzial, auf volle 5 Sterne zu kommen. Rachel Adams zum Beispiel hat Motor 20, Bremsen 19, Frontflügel 19, 20, 19. Nur das Getriebe passt hier nicht ganz so gut. Boah, das ist auch eine Menge. Aber sie kriegt halt auch nicht so viel Kohle. Da könnte man richtig gute Sachen machen. Das ist echt cool, ne? Also vor allem, dass man zum Beispiel hier, wenn man ein legendäres Item baut, dass man das sofort verbessern kann, ist auch eine coole Sache. Da werde ich mich auch nochmal umschauen. Wir haben noch 8 Wochen, bis das Scouting-Büro ausgebaut wird. Ich finde, da muss man sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und dann darüber nachdenken. Es kann auch von mir aus eine eigene Folge sein, weil das sind wichtige Entscheidungen. Hier Emerson, wie hieß er? Highstand? Hat auch ziemlich gute Bewertungen. Was hat denn der für Boni? Sehr weiche Reifen nutzen sich langsamer ab. Ist ein cooler Bonuswert. Die Fahrzeugteile halten etwas mehr aus. Auch ein cooler Bonuswert. Also wenn du hier zum Beispiel überlegst, Supersofts, fahre ich... Ich hätte hier beim letzten Rennen 2-mal Supersoft fahren können. Da wäre das auf jeden Fall perfekt gewesen. Aber gut. Gehört zu Maria Gonzalez und die konnten wir leider nicht überzeugen. Ist ein bisschen schade. Aber gut. Ja. Ich würde sagen, wir belassen es bei dieser Folge hierbei. Ach gut, ein Portugal Grand Prix gibt es ja noch. Können wir uns auch nochmal anschauen. Beauchamp gewinnt mal wieder. Wer hätte das gedacht? Ist aber wirklich schon steinalt, der Typ. Ist auch nicht unbedingt der beste Fahrer, jetzt mal ehrlich gesprochen. Sind die alle irgendwie nicht. So, und das nächste Rennen ist dann Singapur. Und wir machen vor der Reise einen kurzen Stopp. Und Bonuspunkte für die schnellste Runde. Boah. Das ist interessant. So, ansonsten sehen wir nochmal kurz einen Überblick für die nächste Strecke. Hat übrigens ein cooles Layout. Spritverbrauch. Sehr hoch. Ja, spricht eigentlich nicht für Beschleunigung, Verzögerung und kurvenniedriges Tempo ist wichtig, sondern spricht eher dafür, dass in der realen Formel 1 der Elektromotor häufig genutzt wird und sich häufig aufladen kann. Und ja, du brauchst nicht unbedingt so viel Sprit in Singapur, weil
Da fährt man lieber ein bisschen leicht. Aber gut, ja, darüber hinaus Reifenabnutzung hoch. Da muss man auch nochmal schauen bezüglich der Supersofts, Softs und Mediums. Der Sponsor dürfte klar sein, das Ziel ist wieder in die Top 8 zu kommen. Und ich denke, das schaffen wir, wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen. Da sind wir immer mindestens in den Top 5 gewesen, wenn man Qualifying und Rennen zusammennimmt. Und deswegen bin ich da guter Dinge. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Motorsport Manager. Und ich wünsche euch noch ein schönes Formel 1 Finale, denn das findet dann auch heute statt. Und mal schauen, wer da am Ende Weltmeister wird. Haut rein!